Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Ganz oder gar nicht der FCM-Fragerunde. Heute bei uns zu Gast unser Offensivspieler Jason Tschicker. Grüß dich, Jason. Servus. Wir starten wie immer mit der Entweder-Oder-Runde zu Beginn. Essen oder Gelsenkirchen? Essen. Essen oder Magdeburg? Sportlich gesehen oder die Stadt an sich? Sowohl als auch. Ich glaube, sportlich gesehen auf jeden Fall hier Magdeburg und ich glaube, Essen ist die Heimat, da wo die Familie herkommt. Deswegen würde ich, glaube ich, eher Essen sagen. Albanien oder Deutschland? Albanien. Warum? Ich glaube, also meine Eltern kommen beide aus Albanien. Trotzdem bin ich hier geboren und bin auch froh darüber, aber ich glaube, ich würde trotzdem Albanien sagen. Was macht Fußball für dich aus? Ich glaube, Fußball ist mit das Einzige, was ich gut kann. Und das halt seit klein auf habe ich das gespielt und mit Liebe zum Fußball und das gehört einfach zum Leben dazu bei mir und ja. Was schätzt du an Christian Tietz besonders? Die Spielweise. Ich glaube, nicht viele spielen so einen Fußball in der zweiten Liga und das schätze ich sehr. Nutella mit oder ohne Butter? Mit. Warum? Ich glaube, keine Ahnung, mit Butter schmeckt einfach besser, würde ich sagen. Welche Musik läuft bei dir im Auto? Ganz viel Hip-Hop, Deutschrap, sowas. Wenn jemand sagt, dass Ronaldo der Beste ist, dann? Dann ist das ein Lügner. Warum? Ich glaube, Messi und Ronaldo, das ist nochmal eine Stufe oder mindestens eine Stufe ist Messi da drüber, meiner Meinung nach. Und da ist er nie rangekommen und wird es auch nie werden. Wer ist die berühmteste Person, die du jemals getroffen hast? Die berühmteste Person. Ich glaube, Tarek Cahit. Welcher Spieler darf in deinem Ultimate-Team nicht fehlen? Messi. E-Sport ist für mich? Ja, es ist Spaß. Also spiele ich sehr gerne. Dein bester Mitspieler auf dem Rasen in Wirklichkeit, in echt? Ich glaube damals bei Schalke Nabil Bentaleb. Und dein härtester Gegenspieler beim FCM? Tobi Knosten. Wie sind deine Ziele mit dem FCM? Ich glaube, in dieser Saison persönlich so viele Scorer zu schießen, wie es geht und auch mit der Mannschaft eine stabile Zweitligasaison zu spielen und ja, so erfolgreich wie möglich. Was hast du gedacht, als du das erste Mal vor voller Kulisse in der MDCC Arena gespielt hast? Ja, ich war überwältigt. Ich habe ja sonst nie vor so vielen gespielt und ja, ist unfassbar. Und abschließend, der Magdeburger Dom bedeutet mir? Wenn ich jetzt viel sage, wäre das gelogen. Ja, es ist schön. Mehr würde ich aber auch nicht sagen. Und die Stadt Magdeburg als Stadt? Zweite Heimat. Vielen Dank, Jason.